in einer kleinen Stadt in den italienischen Abruzzen. Junge Freiwillige aus dem fernen Kanada erleben hier ein Inferno. Nicht anders ergeht es den Männern auf der Gegenseite, einer deutschen Eliteeinheit. Tausende Zivilisten werden eingeschlossen, viele von ihnen sterben. Es war eine grausame Schlacht ohne Pause. Tag und Nacht wurde gekämpft. Viele Männer konnten da nicht mithalten. Im Anschluss an die Schlacht von Ortona traten viele Fälle von totaler Erschöpfung auf. Die Männer konnten einfach nicht mehr weiterkämpfen. Warum kam es zur Schlacht um diese mittelalterliche Stadt und ihre Kathedrale, in der sich die Gebeine des Apostel Thomas befinden? Warum wurde Ortona praktisch vollständig zerstört? Warum befahl Hitler, die Stadt um jeden Preis zu halten? Warum interessierte Stalin sich so sehr für ihr Schicksal? Und warum erwähnte der Kommandeur der 8. Armee, General Montgomery, sie nicht in seinen Memoiren? Es fällt sofort ins Auge, dass dieser Zeitabschnitt fehlt, als er in der Schlacht von Ortona das Kommando hatte. Hier kam es zum einzigen Häuserkampf an der gesamten Westfront. Weihnachten 1943 in Italien. Es war ein blutiges Weihnachtsfest. Seit Wochen berichteten Radio und Zeitungen über die Schrecken dieser offenbar entscheidenden Schlacht. Hier sollte der Italienfeldzug gewonnen und Nazi-Deutschland ein entscheidender Schlag versetzt werden. Aber stimmte das? Ich weiß nicht, warum Ortona so wichtig war. Doch sobald wir uns dort engagiert hatten, mussten wir kämpfen, um die Stadt am Ende einzunehmen. 1939 waren Einheiten der kanadischen Armee zu den britischen Truppen gestoßen. Unter den Freiwilligen waren auch 16-Jährige, die ihr Alter verschwiegen hatten, um dabei sein zu können. Der britische Premier Churchill wollte nicht auf die Landung in der Normandie warten und überzeugte die Alliierten davon, eine zweite Front im Süden Europas zu eröffnen und das vermeintlich schwache Italien anzugreifen. Im Juli 1943, gut ein Jahr vor der Operation D-Day, landeten die 8. britische Armee und die 7. amerikanische Armee auf Sizilien. Der Angriff verlief erfolgreich, die Insel wurde rasch erobert. Die Kanadier waren an einigen besonders heftigen Gefechten beteiligt. Damals ahnten es diese Männer noch nicht, aber nur wenige Monate später sollten sie erneut den deutschen Truppen gegenüberstehen, und zwar in Ortona. Es war eine tragische Begegnung. Der britische General Montgomery sprach zu den siegreichen Männern. Doch schon bald zeigten sich die inneren Widersprüche des Italienfeldzuges. Anders als die Briten konzentrierten sich die Amerikaner auf die Landung in der Normandie. Und es gab einen persönlichen Konflikt zwischen Montgomery und seinen amerikanischen Amtskollegen, vor allem General Patton und später Mark Clark. Es scheint in der Natur von Generälen zu liegen, dass sie ein starkes Ego haben. Jeder beansprucht die Aufmerksamkeit der Medien für sich. Denn jeder will nicht nur einen Krieg gewinnen, sondern arbeitet auch an seiner eigenen Karriere. Diese beiden kämpften nicht nur um den Aufstieg. Jeder wollte auch derjenige sein, der Rom befreit hatte. Die politische Situation in Italien spitzte sich zu. Am 25. Juli wurde Mussolini entmachtet. Und am 8. September verkündete Marschall Pietro Badoglio einen Waffenstillstand mit den Alliierten. Das Bündnis mit den Deutschen war beendet.
König Viktor Emanuel verließ Rom und begab sich in den Süden, weg von den Deutschen, in die Nähe der britisch kontrollierten Zone. Es ist kaum bekannt, dass er in dem kleinen Abruzzenhafen Ortona in See stach. Hinter der Straße von Messina beginnt die langgestreckte italienische Halbinsel. Die Amerikaner zogen am Tyrrhenischen Meer entlang, die Briten die Adriaküste hinauf. Aber dieses Mal wurden sie von Hitler erwartet. Als Kommandeur seiner Streitkräfte in Italien hatte Hitler zunächst Erwin Rommel in Erwägung gezogen, aber dann entschied er sich für Generalfeldmarschall Albert Kesselring. Dessen unheilvolle Strategie lässt sich mit dem Begriff Zentimeterkrieg zusammenfassen. Kesselring setzte auf die Politik der verbrannten Erde. Bei seinem Rückzug hinterließ er eine zerstörte Infrastruktur, um dem Feind den Vormarsch zu erschweren. An strategischen Punkten errichtete er starke Verteidigungslinien, damit nicht ein Zentimeter des Landes zurückerobert werden konnte. Mitten durch den italienischen Stiefel verlief die sogenannte Gustav-Linie, die sich von Gaeta bis nach Ortona erstreckte. Bis zu diesem Sommer war in der Kleinstadt kaum etwas vom Krieg zu spüren gewesen. Und noch vor kurzer Zeit hatte man die Maggiolata, das traditionelle Maifest, gefeiert. Die Bewohner von Ortona waren optimistisch. Die Alliierten rückten schnell vor. Es gab keinen Grund zu der Annahme, dass ihr Ort besonders vom Krieg betroffen sein würde. Aber General Montgomery wollte die Gustav-Linie überwinden. Wenn er seinem amerikanischen Rivalen Clark in Rom zuvorkommen wollte, musste er Ortona einnehmen. Damals lag Ortona an der einzigen Straße, die Panzerfahrzeuge benutzen konnten, um nach Pescara und von dort über die Tributina nach Rom zu kommen. Welcher General würde als erster der modernen Geschichte in die ewige Stadt einziehen? Es war ein genialer Plan, zur falschen Jahreszeit. Herbstliche Regenfälle verwandelten die kleinen Flüsse im Süden Italiens in unkontrollierbare Naturgewalten und rissen die provisorischen Brücken fort. Beim Versuch, die Flüsse zu überqueren, wurden die Alliierten von deutscher Artillerie und Maschinengewehrfeuer entlang der befestigten Linien unter Beschuss genommen. Ihr Vormarsch geriet ins Stocken und forderte zahlreiche Opfer. Das schlechte Wetter in den Abruzzen half den Deutschen und hinderte die britische Luftwaffe daran, aus der Luft anzugreifen. Waren die Alliierten darauf vorbereitet? Sie wussten, dass es im November und Dezember regnerisch werden konnte. Doch wegen Italiens Image als sonniges Land rechneten sie nicht mit so viel Regen. Als sie den Verteidigern auf der Adria-Seite gegenüberstanden, verfügten sie nicht einmal über Wetterdaten. 1943 erlebte Italien einen der schlimmsten Winter seit langem. Es goss in Strömen und sie hatten keine Vorstellung davon, wie schlimm der Schlamm sein konnte. Eigentlich hätten sie das gebraucht, was die Kanadier Schneeschuhe nennen. Etwas, das sie unter ihre Stiefel ziehen konnten. Die Karten des Kriegsministeriums enthüllen noch ein Gebiet, auf dem die Briten unvorbereitet waren, trotz der bunten Farben. Diese deutsche Truppenkarte der Gegend um Ortona zeigt sehr detailliert die Besiedlung, die Infrastruktur, sämtliche geophysikalischen Besonderheiten und sogar kleine Bauernhöfe. Die Deutschen kannten das Kampfgebiet besser als die Alliierten. Allein der Maßstab der Truppenkarte zeigt, dass sie wesentlich genauer ist als die britischen Karten. Anfang November rückte der Krieg in Ortona näher. Die Deutschen ordneten die Evakuierung an und bereiteten sich auf die Verteidigung der Stadt vor. Plötzlich war die Gefahr ganz nah. Viele Menschen flohen aufs Land, obwohl sie dort nicht wirklich sicher waren. Viele widersetzten sich auch dem Evakuierungsbefehl und versteckten sich in den Kellern ihrer Häuser. Auch Saverio Albanese blieb in der Stadt. 1943 blieb ich in Ortona. Meine ganze Familie war schon fort. Aber mein Großvater lebte dort. Er war 98 Jahre alt. Mit der Eroberung von Ortona sollte nicht nur die Gustav-Linie durchbrochen werden. Die Briten wollten auch den Hafen, um Nachschub und Verstärkung anzulanden.
Doch dieses Luftbild, aufgenommen am 30. November 1943, liefert den Beweis, dass der Hafen kein hinlänglicher Grund für einen Angriff war. Denn die Mole war bereits zerstört worden von deutschen Pionieren. Inzwischen fragte man sich in Moskau, was den Vormarsch der Alliierten aufhielt. Stalin klagte, durch den langsamen Fortgang des Italienfeldzuges würden nicht genügend deutsche Truppen vom Krieg an der Ostfront ferngehalten. Sobald das Wetter es zuließ, begann die Abruzzenoffensive aufs Neue mit schweren Luftangriffen. Schließlich zogen sich die Deutschen hinter den Fluss Sangro und dann hinter den Muro zurück, jedoch erst nach erbitterten Kämpfen um jeden Zentimeter Boden. Es war ein Massaker auf beiden Seiten. Die Schlacht um Ortona hatte begonnen. Am 3. Dezember ging das Bombardement los. An dem Abend fing es an. Diese Aufgabe übernahmen die kanadischen Truppen. Die Artillerie versetzte die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Der Himmel hing voller Rauchsäulen. Ein kanadischer Radioreporter berichtete: Um die Straße nach Ortona zu kontrollieren, mussten die Alliierten zuerst das Gutshaus Berardi einnehmen. General Chris Vokes kommandierte die 1. Division der Kanadier. Er entschied, die Infanterie in einen blutigen Frontalangriff zu schicken, unterstützt von andauernden Bombardements. Die Bewohner des Gutshauses standen plötzlich unter Feuer. Fernando Berardi war damals 10 Jahre alt. Wir alle flüchteten uns in den Stall, zusammen mit den Landarbeitern. Und am nächsten Tag setzte ein fürchterliches Bombardement ein. Rauch kam in den Stall, viel Rauch. Es war schrecklich. Ich weiß noch, wie ich mich an meinen Vater klammerte und schrie: Ich will hier weg, ich will hier nicht bleiben. Angeführt wurde der Überraschungsangriff von Hauptmann Paul Triquet. Er hatte seine Männer hinter die deutschen Stellungen geführt und das Gutshaus erobert. In London verlieh König George VI. Ihm später als erstem Kanadier das Victoria-Kreuz. Die Schlacht ging weiter. Die Felder waren mit Toten übersät und viele Soldaten standen unter Schock. Eine Patrouille der Kanadier kam auf den Hof, wo sich die Familie D'Adamo versteckte. Sofort entdeckten sie einen Mann in einem schwarzen Hemd, den Vater dieses Jungen. Er wurde sofort ergriffen und an die Wand gestellt. Denn die alliierten Soldaten hielten ihn für einen Faschisten. In Wirklichkeit trug er das schwarze Hemd als Zeichen der Trauer, denn seine junge Frau war 2 Jahre zuvor gestorben. Das Kind, das schon seine Mutter verloren hatte, sollte nun mit ansehen, wie sein Vater erschossen wurde. Meine Großmutter, mein Großvater und mein Onkel, die bei uns lebten, erfassten sofort den Ernst der Lage. Denn die Soldaten hielten ihre Maschinengewehre bereit und wollten ihn auf der Stelle erschießen. Sie fingen an zu schreien, zu bitten. Sie flehten diese jungen alliierten Soldaten an. Die Soldaten waren unerbittlich. Tommaso D'Adamo wurde mit dem Rücken an die Wand gestellt. Dann wagte die Großmutter einen verzweifelten Versuch. Meine Großmutter zog den Mann, der am entschlossensten schien, meinen Vater zu erschießen, ins Schlafzimmer und zeigte ihm eine Fotografie meiner Mutter in einer Vitrine. In una bacheca, la fotografia
appunto di mia madre. Era ancora piena di fiori. Die Vitrine war immer noch voller Blumen, immer noch beleuchtet in Erinnerung an die Tote. Lumini che ricordano sempre i morti e questo militare finalmente. Und der Soldat ließ sich endlich davon überzeugen, dass jemand gestorben war und dass mein Vater das schwarze Hemd nicht trug, weil er ein Faschist war. Also wurden die Gewehre auf die Fotografie gerichtet und sie gaben 9 Schüsse auf das Bild meiner Mutter ab. Ich habe das Bild behalten und hüte es wie meinen Augapfel. Denn es sollte uns eine Warnung sein. Es war eine ganz schlimme, ganz schreckliche Situation. Und davor sollten wir uns in Acht nehmen, in unseren Gedanken und in unseren Herzen. Die kanadischen Einheiten hatten schwere Verluste erlitten. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Mitte Dezember wurde die 1. Fallschirmjägerdivision der deutschen Wehrmacht in Ortona stationiert. Sie sollte die Stadt verteidigen. Die Männer waren Freiwillige mit einer ausgeprägten Loyalität gegenüber ihrer Einheit. Von der alliierten Presse wurden sie als fanatische Nazis bezeichnet. Das waren keine Fanatiker. Es waren gut ausgebildete Fallschirmjäger. Es waren wirklich gute Soldaten. An einem Abend besuchte Oberst Heilmann persönlich Ortona. Die mittelalterliche Stadtanlage erschien ihm perfekt für die Verteidigung. Sobald die Kanadier einen Fuß in das Gewirr enger Gassen setzten, würden sie ein sorgfältig präpariertes Schlachtfeld vorfinden. Die Fallschirmjäger gingen an die Arbeit. Ihr Ziel, eine Hölle auf Erden zu schaffen. Die Deutschen fingen an, die Häuser zu verminen. Auf diese Weise wollten sie die Straßen blockieren. Und eines dieser Häuser war mein Haus. Ein junger deutscher Fallschirmjäger, Bernhard Riebers, war gerade dabei, ein Haus zu verminen, als ein Mann ihn bat, damit aufzuhören. Kam die Italiener an bei mir, ne? Soldato tedesco, molto bambino, niente mangiare. Mach Kader nicht kaputt. Haben wir auch nichts gemacht. Ne? Aber das war eine Ausnahme. Die Fallschirmjäger arbeiteten gründlich. Riesige Schutthaufen versperrten die Straßen. Sie sollten die Angreifer in die sogenannten Todeszonen führen. Hier lauerten Panzerabwehrminen unter dem Schutt, die damals allgemein als Ballerinas bekannt waren. Die Schützenminen, die werden eingegraben, da sind Fühler dran. Wenn man dagegen hakt, ne, dann springen die hoch in diese Augenhöhe. Und dann geht nochmal eine Granate los und fliegen die Kugeln durcheinander. Nicht so wahllos irgendwo hin. Das gab es nicht. Ne? Wer den Minen entkam, stand den MG-42, jenen unfehlbaren Tötungsmaschinen, gegenüber. Diese Maschinengewehre konnten 1200 Geschosse in nur einer Minute abfeuern. Diese Aufnahmen zeigen Soldaten beim Schießtraining. 3 MGs nehmen das Gelände mit laserähnlicher Präzision unter Feuer. Es gibt kein Entrinnen. Darum nennt ein Fallschirmjäger, der in Ortona dabei war, die Waffe in seinem Tagebuch auch Nazisäge. Hitler war sich der außerordentlichen Bedeutung von Ortona bewusst. Die Deutschen hätten sich mehrere Kilometer hinter die Gustav-Linie zurückziehen können, doch der Führer befahl ihnen, unter allen Umständen standzuhalten. Das wussten die Befehlshaber der Kanadier noch nicht. Brigadegeneral Wyman besprach die Situation mit seinen Kollegen. Seit dem Kampf am Fluss Moro waren viele Soldaten gefallen. Aber der erste Sieg der Kanadier auf dem Kontinent schien zum Greifen nahe. Panzer und Infanterie bewegten sich auf die Stadt zu. Ein Maulesel mit trauriger Last. Kreuze für die toten Soldaten. Bald würde man Hunderte davon brauchen. Die kanadischen Soldaten nähern sich von der Küste her Ortona.
Sobald sie Konstantinopoli erreicht haben, eine Ansammlung von Häusern am Stadtrand, treffen sie auf die ersten Verteidigungsposten der Deutschen. Der Kommandant des Zuges ruft einen Maschinengewehrschützen herbei. Kurz dahinter, auf einer Ebene am Meer, hat die kanadische Artillerie Stellung bezogen. Viele Zivilisten haben auf dem Friedhof Zuflucht gesucht. Unter ihnen die Familie Berardi, die gerade der Hölle ihres Gutshauses entkommen ist. Während wir dort waren, wurden Gräber bombardiert und wir sahen schreckliche Dinge. Hunderte von Menschen schliefen tagelang zwischen den Gräbern, in der Kapelle und im Haus des Friedhofswärters unter katastrophalen hygienischen Bedingungen, während die Deutschen durch die vermeintlich evakuierte Stadt patrouillierten. Einige hielten es nicht länger auf dem Friedhof aus und folgten dem Schneider Senior Primavera in den Keller seines kleinen Landhauses. Unterwegs weigerte sich Maria Teresa Berardi plötzlich weiterzugehen. Meine Mutter hatte einen sechsten Sinn. Ich weiß es noch genau. Sie sagte, ich will da nicht hin, wir gehen nach Hause. Und das taten wir. Im Haus von Primavera hämmerten die Deutschen gegen die Tür und warnten vor den Minen. Die Eingeschlossenen reagierten nicht. Sie antworteten nicht. Warum sollten sie glauben, das Haus sei vermint? Sie blieben drin. Sie wurden aufgefordert zu gehen, aber sie wollten nicht hören. Das Haus explodierte. Rund 40 Menschen starben. Stundenlang waren ihre Hilfeschreie zu hören, dann Stille. Wenig später ereignete sich etwas Mysteriöses in der Stadt, die die Gebeine des Apostel Thomas beherbergt. Ein alter Turm neben der Kathedrale diente als Seezeichen und wurde nun von den Verteidigern als Beobachtungsposten genutzt. Aber auch für die Angreifer war er ein wertvoller Orientierungspunkt. Es war der 21. Dezember, das Fest des heiligen Thomas. San Tommaso. Es war der Feiertag von Thomas, dem Apostel. Er ist der Schutzheilige der Stadt. Wir waren zu Hause und schliefen. Und morgens um 5:30 gab es eine gewaltige Explosion. Wir rannten hinaus auf die Piazza San Tommaso und sahen, was geschehen war. Die halbe Kuppel der Kathedrale war eingestürzt. Die Gebeine des heiligen Thomas hatte man schon vorher in Sicherheit gebracht. Trotzdem war es ein Schock für die Bewohner von Ortona. Die Schuldigen standen schnell fest. Der Turm war von den Deutschen vermint worden. Aber es gibt noch eine andere Version. Der kanadische Brigadegeneral Bertram Hoffmeister war ein fähiger Soldat und sehr beliebt bei seinen Untergebenen. In einer Erklärung aus den 1960er Jahren schilderte er seine Sicht der Dinge. Ich sah die riesige Kuppel der Kathedrale von Ortona, die die Stellungen der Bataillone überragte. Das beunruhigte mich, sodass ich einige Panzer herbeibeorderte, die natürlich sofort die halbe Kuppel zerstörten und sie damit als Beobachtungsposten unbrauchbar machten. Was zu dem Zeitpunkt, da bin ich mir sicher, ihr hauptsächlicher Zweck war. Am Morgen des 21. Dezember kämpften die Kanadier an diesem Straßenabschnitt. Davon gibt es historische Aufnahmen.
Noch ist es ihnen nicht gelungen, ins Zentrum vorzudringen und den Widerstand der Deutschen in den Außenbezirken der Stadt zu brechen. Der Vormarsch erweist sich als Albtraum. Überall sind deutsche Heckenschützen mit Maschinengewehren postiert. Vorsichtig tasten sich die kanadischen Soldaten vor. Jede falsche Bewegung kann tödlich sein. Die deutschen Fallschirmjäger ziehen sich schließlich Richtung Stadtzentrum zurück. Die Kanadier bewegen sich im Schutz einer vermeintlich sicheren Mauer. Plötzlich rührt sich etwas im Schutt. Sie nehmen drei deutsche Fallschirmjäger gefangen. Einer von ihnen ist verwundet, wird von seinem Kameraden gestützt. Trotz der heftigen Kämpfe, Gefangene müssen entsprechend der Genfer Konvention human behandelt werden. Die Kanadier bringen jetzt eine Panzerabwehrkanone in Stellung, um den Vormarsch in Richtung Stadtmitte abzusichern. Endlich können die kanadischen Panzer die letzten 200 Meter bis zur Piazza zurücklegen. Ihnen folgt die Infanterie. Die historischen Aufnahmen zeigen auch, ein verwundeter Deutscher bekommt Wasser. Hier wird ein kanadischer Unteroffizier von Sanitätern versorgt, die auf beiden Seiten große Verluste zu beklagen haben, weil sie oft unter Beschuss geraten. Sobald die Kanadier vorgerückt waren und die Kirche von Konstantinopoli und die Häuser drumherum eingenommen hatten, erwarteten sie, dass die Deutschen sagen würden, das reicht, wir ziehen uns zurück. Aber so war es nicht. Der Albtraum hatte gerade erst begonnen. Als die Granaten explodierten, irrten Zivilisten zwischen den Trümmern umher auf der vergeblichen Suche nach einer Zuflucht. Mein Vater sagte, lass uns ins Hospital gehen und abwarten, was passiert. Wir gingen in einen kleinen Raum im Erdgeschoss bei den öffentlichen Toiletten. Es ist der 22. Dezember. Die kanadischen Panzer versuchen, über die einzige Straße, die noch offen ist und die sie befahren können, ins Stadtzentrum vorzudringen. Aber es ist eine Falle. Die deutschen Fallschirmjäger erwarten sie schon. Dies sind die einzigen Fotodokumente von deutscher Seite. Es gab keinen offiziellen Fotografen. Diese Bilder stammen von einem deutschen Unteroffizier. Die Panzerkolonnen bewegen sich durch die surreal anmutende, zerstörte Stadt. Die Infanteristen, die ihnen folgen, wissen es noch nicht, aber sie nähern sich der Todeszone. In einer Stadt braucht man die Infanterie als Schutz. Wir beschützten sie, aber sie beschützten uns auch. Die Kolonnen kamen beim ersten großen Schuttberg vor dem Rathaus zum Stehen. Ein Panzer wird von einer Mine gesprengt. Deutsche Maschinengewehre feuern auf alles, was sich bewegt. Bei Sonnenuntergang ist klar, dass Soldaten und Panzer nicht über die Hauptstraße vorrücken können. Am nächsten Tag verläuft für die Deutschen alles nach Plan. Die Kanadier sind gezwungen, in die engen Seitenstraßen auszuweichen, wohin die Panzer ihnen nicht folgen können. Es ist kaum vorstellbar, unter welchem Druck diese jungen Soldaten standen. Sie können kaum atmen. Die Luft ist erfüllt vom Staub der Schuttberge und dem Rauch der Bomben. Sie wissen, jeder Schritt könnte ihr letzter sein.
Es gibt keinen klaren Frontverlauf. Jeden Moment kann eine feindliche Patrouille auftauchen. Während so einer Schlacht schläft niemand. Man schießt, bevor man weiß, ob der andere Soldat nicht dieselbe Uniform trägt wie man selbst. In einer Stadt, die völlig zerstört ist, wo es nur noch Staub gibt, haben selbst die Uniformen alle die gleiche Farbe. Es war die erste derartige Schlacht an der Westfront. Ein Klein-Stalingrad, wie die Zeitungen schrieben. Städtische Kriegsführung zu einem unvorstellbaren Preis. Der Kampf tobte Haus um Haus, Straße um Straße. Gefechte in den Gassen waren reiner Selbstmord. Die Kanadier setzten auf eine neue Taktik. Mauselöcher. Das heißt, man sprengt ein Loch in eine Wand des Hauses und geht durch dieses Loch ins Nachbarhaus. Die Kanadier benutzten eine spezielle Panzerabwehrwaffe. Sie erwies sich als sehr nützlich, um eine Bresche in Hauswände zu schlagen. So konnten die Gewehrschützen von Haus zu Haus ziehen und die gefährlichen Gassen meiden. Im Erdgeschoss beginnend störten sie die Feinde auf. Im obersten Stockwerk schlugen sie dann ein Loch in die Wand zum Nachbarhaus und kämpften sich von da aus wieder ins Erdgeschoss vor. Der Feind erwartete sie schon. Kanada war ein Einwanderungsland. Dort lebten viele Deutsche. Wenn man sich die Namen der kanadischen Offiziere oder Generäle anschaut, so sind viele deutschen Ursprungs. Es gab zum Beispiel den Fall eines deutschen Soldaten, der nach dem Krieg zu seinem Entsetzen herausfand, dass er gegen seinen eigenen Cousin gekämpft hatte. Das ist General Montgomery in Kieti in der Nähe von Ortona. Es war Winter geworden. Montgomerys Plan, Ortona einzunehmen, schien unmöglich umzusetzen. Trotzdem bestand er auf dem Angriff. Montgomery drängte den kanadischen Befehlshaber Chris Wokes immer wieder, beeilt euch, beeilt euch. Er machte sich weniger Sorgen um die Opfer, die waren ihm tatsächlich egal, solange nur die Schlacht entschieden wurde. Ich glaube, dahinter steckte nicht nur sein Drang, die Offensive Richtung Rom fortzusetzen. Er wollte vor allem deshalb einen medienwirksamen Sieg, weil er so sehr unter Druck stand. Angesichts der Verluste schlug Wokes zum ersten Mal vor, den Angriff zu stoppen. Aber Brigadegeneral Hoffmeister widersprach. Zu diesem Zeitpunkt würde ein Aufgeben die Moral der Männer untergraben. Der Albtraum von Ortona hatte seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. Heiligabend 1943. Zeugen berichteten, sie hätten gehört, wie hinter Schuttbergen versteckte Soldaten »Stille Nacht« sangen oder »Silent Night«, dasselbe Lied, zwei Sprachen. Am 25. Dezember organisierten die Kanadier ein Weihnachtsessen in der halbzerstörten Kirche Santa Maria di Constantinopoli. Es gab Suppe, Schweinebraten mit Apfelsauce, Gemüse, Obstsalat, Weihnachtspudding und eine Flasche Bier. Den kanadischen Seaforth Highlanders gelang es, eine Kompanie nach der anderen von der Front abzuziehen, sogar während der Schlacht. Man brachte sie in die Kirche, sie bekamen ein Weihnachtsessen, es wurde gesungen. Dann kehrten sie an die Front zurück und eine andere Kompanie durfte pausieren. Für einige Männer war es die letzte Mahlzeit. Auch für ganz Junge. Dieser junge Mann mit dem Ellbogen auf dem Tisch lebte nur noch kurze Zeit. Er fiel am 26. Dezember. Viele Deutsche ereilte das gleiche Schicksal.
Der erste Weihnachtstag war einer der blutigsten Tage überhaupt. Es war auch der letzte Tag, an dem in Ortona ganz konkret Widerstand geleistet wurde. Die Kanadier zahlten zwar einen hohen Preis für jeden Meter Boden, aber schließlich verloren die Deutschen diesen Boden. Eine Sache hat mich mein Leben lang verfolgt. Die Zerstörung der Kirche und des Krankenhauses am ersten Weihnachtstag. Das war das Schwerste, was ich je tun musste. Und ich habe es nie vergessen. Am Heiligen Abend teilten 15 Kanadier in einem der wenigen noch bewohnbaren Häuser ihre Mahlzeit mit einigen Zivilisten. Unter den Soldaten war auch ein Major, doch nur wenigen war bewusst, dass er das Kommando über Teile der Operation in Ortona hatte. Die dramatischen Ereignisse, die folgten, wurden von Maria Mordo, einer Augenzeugin, in ihrem Tagebuch festgehalten. Emilia Polidoro, eine Verwandte, bewahrte es auf. Sie war damals noch ein Kind. Diese 15 Kanadier sprachen Englisch und die Zivilisten konnten sie nicht verstehen. Aber Maria Moro, eine Verwandte meines Mannes, sprach Französisch. Sie war eine sehr kultivierte Dame. Maria Moro sprach Französisch mit dem Major. Und am folgenden Tag? Am Morgen des ersten Weihnachtstages erzählte der Major Maria auf Französisch, dass die Deutschen beim Krankenhaus seien, wo sich viele Zivilisten aufhielten. Voller Angst begriff Maria, was geschehen würde. Es würde den Befehl geben, das Krankenhaus anzugreifen. Die verzweifelte Frau machte dem kanadischen Offizier klar, dass es dann zu einem Massaker kommen würde. Maria sagte, es ist voller Zivilisten. Und ein paar Sekunden später zog der Major seine Uniformjacke an und rannte hinaus. Der Major nahm keine Notiz von der Gefahr. Vielleicht dachte er nur noch an Marias schlichten Satz. Es ist voller Zivilisten. Panzer zielten auf das Krankenhaus. Ich habe es nie vergessen. Es war Weihnachten. Da bringt man niemanden um. Hunderte von Menschen verdanken diesem Mann ihr Leben. Er stoppte den Befehl, das Krankenhaus zu bombardieren. Doch ein Schuss wird abgegeben auf den Holzschuppen. Es war genau 12 Uhr, als wir einen lauten Krach hörten. Ich sah die Flammen, die aus dem letzten Raum des zivilen Krankenhauses schlugen. Es dauerte ungefähr 10 Minuten. Dann war alles still. Nachdem wir etwa 20 Minuten gewartet hatten, begannen Menschen zu schreien, weil ihre Mutter da drin war oder andere Angehörige. Im Krankenhaus waren auch ein Deutscher und ein Faschist aus der Republik von Salo. Für mich war das ein Krimineller. Er hielt mich an und sagte, geh in den Raum und sieh nach, ob jemand überlebt hat. Und tatsächlich entdeckte ich die Tochter der Cousine meiner Mutter, ein hübsches, kleines Mädchen. Sie und ihre Mutter klammerten sich aneinander. Und dann waren da noch 3 Mitglieder derselben Familie. Das Ende ist nah. Am 26. Dezember besetzten kanadische Panzer und Soldaten endgültig die Todeszone um die Piazza del Municipio. Für diesen Vormarsch von 400 Metern hatten sie fast eine Woche gebraucht. Aber sie mussten nur um die Ecke biegen, um neuen Schrecken gegenüberzustehen.
Mit aufgepflanztem Bajonett, bereit für den Nahkampf, nähert sich ein kanadischer Soldat den Ruinen der Kathedrale. An diesem 27. Dezember sind die Widerstandsnester der Deutschen noch überall aktiv. Doch in der Nacht geschieht etwas Unerwartetes. Am Morgen des 28. Dezember läuft ein alter Mann die Straße entlang, in einer Atmosphäre gespenstischer Ruhe. Das Ende der Schlacht von Ortona passte zu ihrem Verlauf. In der Morgendämmerung des 28. Dezember unternahmen die Kanadier einen weiteren Vorstoß. Aber dort war niemand mehr. In der Nacht hatten sich die Deutschen geordnet zurückgezogen und ihre Verwundeten mitgenommen. Die fassungslosen Kanadier sahen Männer, Frauen und Kinder hinter den Schuttbergen auftauchen. Seit Anfang Dezember waren rund 3.500 Zivilisten und Soldaten getötet worden. Doch schon kurz darauf wurde diese blutigste Schlacht des Italienfeldzugs totgeschwiegen. Es war zweifellos ein unrühmlicher Kampf. Es gab keine Heldengeschichten, keine Orden, die sich die Generäle an die Brust heften konnten, nichts, mit dem sie in die Geschichte eingehen konnten. Dieses Ereignis, das von der Kriegspropaganda und vom Militär zur Entscheidungsschlacht hochgespielt worden war, war ein Fehlschlag. Und am Ende blieb nur die Trostlosigkeit einer zerstörten Stadt und eine Schlacht, an der nichts Heroisches war. Nur das Leid der einfachen Soldaten. Aber die stehen nicht im Geschichtsbuch, nur Generäle. Nur drei Tage später hatte General Montgomery Italien bereits verlassen. Er sollte die Landung der Alliierten in der Normandie unter dem Kommando von General Eisenhower vorbereiten. Über Ortona verlor er nie wieder ein Wort. Die Befreiung Roms blieb ihm versagt. Dort zogen später die Amerikaner ein, Anfang Juni 1944, kurz vor der Landung in der Normandie. Die Einnahme Ortonas verschaffte den Alliierten keine nennenswerten Geländegewinne. Die Deutschen zogen sich einfach ein paar Kilometer zurück. Die Motive für die Schlacht sind immer noch nicht vollständig geklärt. Die folgenden, bisher unveröffentlichten Bilder könnten das fehlende Puzzleteil liefern. Sie zeigen das Bombardement in der Nähe von Ortona. Zu sehen ist, einige Soldaten bringen sich in Sicherheit. Wer sind sie? Ihre Uniformen lassen keinen Zweifel. Es sind russische Offiziere. Die Anwesenheit der russischen Beobachter könnte einen bestimmten Grund gehabt haben. Die Alliierten wollten Stalin zeigen, dass der Vorwurf, der Krieg an der italienischen Front lasse nach und die Entscheidung für die Landung in der Normandie sei gefallen, unbegründet war. Dieses Klein-Stalingrad in Italien war ein blutiger, aber unwiderlegbarer Beweis. Eine Beruhigung für die russischen Verbündeten. Die Verluste auf deutscher, italienischer und kanadischer Seite waren es einfach nicht wert. Aber im Krieg passieren solche Dinge. Heute nachdenke, also ich wüsste gar nicht, wofür soll man dann ein Haus kaputt machen? Für wen? Totaler Unsinn. Es gab andere Schlachten, an die ich mich erinnere. Aber das war die schwierigste Schlacht, an der ich je teilgenommen habe.